Ich bin heute mit dem Fahrrad durch Bangkok unterwegs. Und das ist weniger gefährlich, als es aussieht. Man muss nur auf den Linksverkehr Acht geben, aber es ist schon cool. Welcome to Grasshopper. Fahrradguide Sim von Grasshopper Adventures sorgt für einen guten Drahtesel, meine Sicherheit und die nötige Ortskenntnis. So fahren wir zum Beispiel beim Königspalast vorbei und sind nicht die einzigen, die manchmal den Gehsteig als Fahrbahn benutzen. Schließlich geht's an die andere Seite des Chao Phraya-Flusses. Erstaunlich, wie radfreundlich Bangkok ist. In einem urigen Wohnviertel machen wir bei diesem halb verfallenen Gebäude halt. Das ist die Ruine eines Tempels, der älter ist als Bangkok und nicht viele wissen, dass er existiert. Auch dieser Tempel ist älter als die Stadt Bangkok. Ein kleiner Abstecher in die königliche Drachenbootewerft und dann geht es mit der Fähre zurück. Man ist Teil von der Stadt. Das ist mit dem Rad schon ganz speziell.